Heinare Kapitel aus dem Zebra-Cherry vom Girevenich, große Monster. Als Nopren heische Narrenmann ein Nopren. Ich menge, die bleiben ewig nei. Lo wohnen sie schon 4 Meint an eiser Stroß. Aber all Mönch nennt sie die nei. Wie was sie kein richtiges Numm hätten. Rennen immer bei die nei, seht mein Pap. Natürlich schon als Nopren ein richtiges Numm. Grad wie die anderen Leute. Aber den aus meinem Pap zu kompliziert. Was soll ich mir dann Zung brechen mit dem unmöglichen Numfrätchen? Das ist ja für ihre Knut an die Lübsen zu kriegen. Olli, Wacka, Silvana, Kavaiki oder Weg. Sei es der Kat, ich kriege das einfach nicht raus. Das ist ja ein Numf von einem halben Kilometer. Ich werde du kriegst ihn auch nicht gesucht. Olli, Weira, das Silva, Kavaku, Dias und ich. Geht ganz leicht. Kavaku, Kavaku, sagt mein Pap. Wie kann ich Kavaku heischen? Das sind ja keine Japaner. Das sind Portugiesen. Wie wird heischen sie da Kavaku? Wie wird heischen du da Musch? Fragt ich mein Pap. Oh, dein dumm Frohkeit, sagt mein Pap. Was kann ich dann dafür? Jeder hat den Numpf von seinen Eltern. Du gehst nicht lange gefroht. Als Nopper sind auch nicht gefroht gehen, so ich. Sie könnten aber wenigstens mehr kurze Numpf haben, malt mein Pap. Den Numm do, als du etwas wie Band fuhm, den hält du nicht mehr ab. Ich menge die Portugiesen mal an dat Express, für dat mir als Zentage, wenn mir den Nimbus da wären. Mein Papas Rosen, dat hier kein Portugiesisch versteht. Ich versteh noch kein, aber mir gefällt die Spruch. Da ist ein Spruch mit Musik dran. Wat, mein Pap Musik, da lauscht schon Schläfer an deutsche Schläger. Haut steht mein Pap bei der Tische Fenster, er guckt mit Perspektiv an den Opern ihre Gärte. Was ist dann da nicht mehr zu gucken? Fragte ich noch einer Zeit. Nun, die Kastet aus dem Hummer, sagt mein Pap. Wisst ihr, wird die neue Hand hinaus an ihrem Schopf verstoppen? Es ist ein Skandal. Ein roter Zebra-Kett. Ein schwerer Tier. Ein großer Monster. Also selbst steht im Faser von der Bodenmaus. Das glaube ich nicht, so nicht zu meinem Pap. Schon noch nie ein Zebra bei uns in Opera gesehen. Da guck selber, sagt mein Pap. Guck das Spektiv. Was steht da im Shop? Zebra Cherry, so nicht. Und drinnen als roten Zebra gemalt. Da haben wir das ja, sagt mein Pap. Die Portugiesen haben einen roten Zebra, Mata hingeschläft aus Portugal. Den Zebra ist bestimmt so hoch wie ein Elefant. Das ist doch ein Fisch, lache ich. Ein Fisch mit einem gemalten Tier. Also Nopa hat die Fisch mit dem roten Zebra auf dir vom Shop gepünnt. Für seine Kinder ein Fried zu machen. Du wirst doch kein gemalten Zebra fährt, Pap. Fisch, Fisch. Knotet mein Pap. Ich häng den doch kein gemolten Zebra bausen ob de Schab, wa bannen am Schab nicht auch ein richtiges Zebra steht. Das ist doch wie bei den Hunden. Wa bausen um Hundshäuschen bissiger Hund steht, da sitzt bannen dran noch rein. Wie wird's noch dat bei den Zebra noch bemolernisch ziehen? Weil nicht Zebra bissig steht um Schab, so nicht, mehr Zebra Cherry. Ich werde den Cherry heißt bissig auf Portugiesisch, grummelt mein Pap. Heinere Kap.